Was ist denn das? Ich habe Hunger. Ich muss stehen, aber ich kann im Stehen nicht essen. Das wird ein sehr unangenehmer Tag heute. Kip, verscheuch einfach jemanden. Nein, nein, das ist nicht nötig. Er muss nur jemanden finden, der mir mein Frühstück hoch ins Büro bringt. Ich würde es sogar selbst machen. Es ist nur schwierig, zwei Tabletts zu tragen, es sei denn übereinander. Wenn er morgens nicht als erstes sein Frühstück bekommt, ist er total brummig. Warum frühstückt er dann nicht zu Hause? Weil unser Mädchen erst kommt, nachdem wir schon aus dem Haus sind. Warum machst du ihm nicht das Frühstück? Bewahr dir nur diesen Sinn für Humor. Hätte er einen Platz gefunden, wäre alles gut gewesen. Lydia, du bringst mich gerade auf eine super Idee. Wie wäre es, wenn ich hier einen Bereich für Jeb reservieren ließe und für seine engsten Mitarbeiter? Würde Jeb das gefallen? Er wäre begeistert. Alles klar, dann brauche ich jetzt nur noch eine Samtkordel und einen Dödel, der mitmacht. Na toll, ich brauche nur noch eine Samtkordel. Ach, Lydia, ich war heute Morgen im Chatroom auf der GMB-Website, um mich ein bisschen umzuhören, was so gesagt wird. Ich dachte mir, es interessiert Sie vielleicht, was im Netz über Jeb so gesagt wird. Was denn? Wir lieben dich. Die Bemerkungen gehen mehr in die Richtung, dass ihm der gewisse Elan fehlt, hieß es da wörtlich. Schnarchsack war auch so ein Wort. Oh nein, wenn die Cyberfreaks ihn schon zum Schnarchen finden, welches Bild haben erst die von ihm, die die Welt kennen? Genau. Ich glaube, Jeb braucht das, was man bei uns in der Branche den roten Teppich-Glamour nennt. Was meinen Sie denn damit? Ich finde, er sollte ausgehen, sich auf gesellschaftlichen Events blicken lassen, auf denen aufregende Leute sind, mit denen man gemeinsam auf ein Foto kommt. Und es wäre hilfreich, wenn die Leute gut aussehen. Also brauchen wir einen PR-Berater. Ach was, ein PR-Berater ist rausgeschmissenes Geld, deshalb würde ich's machen. Sie haben sich viel zu viel aufgeladen. Nein, Lydia, das kriege ich schon auf die das Reihe. Das meine ich wortwörtlich. Sie verschlingen ja Unmengen zum Frühstück. Naja, das ist kohlenhydratarmer Kost. Ich stehe auf Speck. Wie kommt denn das Brötchen darauf? Also, wie gesagt, Lydia, ich schaffe das bestimmt. Geben Sie mir eine Chance. Sie legen immer noch eins obendrauf. Sie sind unersättlich. Aber aus dem Angebot kommen Sie jetzt nicht mehr raus. Will ich auch gar nicht mehr. Gut, können Sie auch nicht. Will ich echt nicht. Gut. Wir werden Sie einfach unter die Promis bringen. Ihr Bild erscheint überall. In People, in Vanity Fair, in Time, in Us. Ich lese so gern Us. Ich war in Men's Fitness. Werbung für Pillen gegen Sodbrennen. Ein bisschen glamouröser dürfte es schon sein und ein Touch weniger säurehaltig. Naja, ich gehe nur nicht gern aus. Wenn ich hier fertig bin, will ich nur noch nach Hause kommen, meine alten Sportsocken anziehen, mir ein Bier aufmachen und Sportkanal-Klassiker glotzen. Kleiner Einblick in meine Welt. Nicht ganz so glamourös, nicht wahr? Hören Sie, Jeb, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber anscheinend finden die Zuschauer sie farblos, nichtssagend, langweilig. Ich weiß wohl doch, wie ich sagen soll. Ich meine, jedenfalls müssen wir etwas an ihrem Image verbessern. Dann brauche ich wohl einen PR-Berater. Nein, den Job übernimmt Claude. Nicht nötig, dein Geld rauszuschmeißen. Wie habe ich dich gefunden? Wollen Sie mein Konzept hören? Raus damit, Rotschock, wie Sie mich aufpolieren wollen. Okay, also wir wollen Sie zu einem Event schicken, das jung, heiß und aufregend ist. Und zufällig veranstaltet das Maximus Magazine seine alljährliche Young Hot Exciting Party. Ich habe Ihnen beiden VIP-Karten zu der Veranstaltung besorgt, auf der Paris Hilton einen Preis für ihr Lebenswerk bekommt. Am Ende eines schweren Lebens. Ich finde, Sie kriegen das echt fantastisch hin. Zum Beispiel die Rühreier. Wie verhindern Sie, dass die austrocknen? Ganz einfach. Ich streiche den Boden und die Seiten des Rechauds mit einer superdünnen Schicht Olivenöl ein. So bleiben auch meine Bowlingschuhe geschmeidig. Das muss sehr frustrierend für Sie sein. Macht mir nichts aus, mit Ihnen zu reden. Nein, nein. Ich meine die Tatsache, dass Sie Ihre kostbaren Talente in diesem Dreckloch verschleudern. Sie hätten was Eigenes verdient, zum Beispiel ein kleines, feines Café in Midtown. Ja. Wir müssten so eine Art Elite-Gästeliste für Sie aufstellen und könnten vielleicht schon mal mit Jeb anfangen. Wir reservieren einfach ein paar Tische für ihn und die anderen hochrangigen Trendsetter. Ihr Ruf wird Ihnen vorauseilen, bis Sie der berühmteste Chefkoch im ganzen Land sind. Noch komme ich mit, ja. Dann stecken wir also gleich mal den reservierten Bereich ab. Na klar, machen wir. Wenn ich die blöde Maus erwische, die sich immer durch den Brötchenteig frisst. Ja,
mal, warum ist unser Tisch abgesperrt? Ich bedauere, dieser Tisch ist reserviert. Reserviert? Hier ist die Cafeteria. Hier ist man nur dem Fraß gegenüber reserviert. Wie charmant. Ich bin sicher, es wird gleich etwas frei werden. Was machen wir bis dahin? Hier rumwandern wie eine Horde Nomaden auf den Spuren einer Gewürzkarawane? In der Hoffnung, dass ein angebissenes Lammkotelett für uns abfällt? Gestern hast du wohl wieder den ganzen Abend Dokus geglotzt, was? Ist wie eine Sucht. Das hier ist der Essbereich der leitenden Angestellten. Wollen wir es mal zusammen sagen? Leitende? Leitende Angestellten. Ah, ich verstehe. Der Dicke und der Dürre haben hier einen Deal laufen. Ja, ja, schon klar. Ganz genau. Dieser Tisch ist nur für leitendes Personal, nicht für die vom 22. abwärts. Ach. Und möchtest du das übernehmen? Klar, mit Vergnügen. Diese Art von elitärem Abgrenzungsdenken ruiniert die Arbeitsmoral. Anstatt zu würdigen, was die werktätigen Massen machen, unterdrückt und zermalmt ihr sie. Stupst ihre Nasen in den Dreck und dann ihre Gesichter und dann noch mal die Nase und nochmal das Gesicht und alles ab damit in den Dreck. Ihr stupst und unterdrückt die Nasen von werktätigen Massen. Besser hätte? Hättest du mal. Ja. Das Beste wird sein, ich setze euren Namen auf die Warteliste, wenn ihr das wollt. Nein, will ich nicht. Aber eins kannst du in deine Warteliste schreiben. Carl Munari ist ein Vollidiot. Ja, der Carl Munari. Ihr Abendkleid kam gerade. Das können Sie gleich wieder in den Laden zurückbringen. Und sagen Sie, diesmal hätte ich es wirklich nicht angehabt. Ich kann da nicht hin. Was? Warum nicht, Lydia? Sie schicken Jeb und mich auf eine Party mit heiratsfähigen jungen Darstellerinnen. Kein Mann über 25 und alle makellos schön. Meine Haut erträgt diesen Stress nicht. Meine Gesichtshaut knistert wie ein Waldbrand. Sehen Sie sich das an. Was soll ich sehen? Den Pickel da. Diesen klitzekleinen Fleck, meinen Sie? Ach, das reinste Leuchtfeuer. Sei gegrüßt, oh Mutterschiff. Das war Ihre Schuld. Ach, kommen Sie, Lydia, ist doch kaum zu sehen. Einfach ein Hauch Make-up drauf. Na, bei Ihnen mag ja sowas noch gehen, Claude. Sie sind ein gewisses Maß an Berg- und Talfahrt im Gesicht gewohnt. Aber ich kann nicht ausgehen, solange mich das Ding hier begleitet. Okay. Es tut mir echt leid, Sie so unter Druck gesetzt zu haben, Lydia. Oh ja, allerdings. Ich werde den ganzen Abend unter meiner SOS-Feuchtigkeitsmaske verbringen. Das ist eine Katastrophe. Jeb muss unbedingt zu diesem Event. Und wenn ich ihn begleite? Ja. Ja. Ja, Sie begleiten Jeb. Sie sind es gewohnt, nicht die Hübscheste im Saal zu sein. Ich werde dafür sorgen, dass er sich durch den Saal arbeitet und immer schön die Fotografen anlächelt. Wie auch immer. Ich bin völlig fertig. Ich brauche etwas für meine Nerven. Rufen Sie Dr. Stevens an, ich brauche eine neue Packung Serenidine. Dass Sie dann keinen Wein trinken dürfen, wissen Sie. Oh doch, ich darf. Der Apotheker nimmt mir zuliebe immer den Beipackzettel raus. Kip Stedman. Ich glaube es nicht, der Typ ist frech wie Rotz. Mich einfach von meinem Tisch vertreiben zu wollen. Wie lange gehört der Tisch jetzt schon uns? 2 Jahre mindestens, seit wir die Zicken von der Personalabteilung verscheucht haben. Wir haben ihn uns erkämpft. Der Tisch gehört rechtmäßig uns. Ja, ganz meine Meinung. Sowas lasse ich nicht mit mir machen. Hin und wieder muss man mal einen klaren Strich in den Sand ziehen und sagen, no mas. Also, was willst du denn dagegen machen? Weißt du noch, damals vor 4 Jahren, als die uns oben den Freitagskuchen einfach streichen wollten? Oh, du hast einen Essenbummelstreik ausgerufen. Und es wird Zeit für einen neuen. Ja, lass uns die Essensausgabe so gut wie zum Stillstand bringen. Wir verzögern jede Entscheidung von der Suppe bis zum Dessert. Wir fragen den Glutengehalt von jeder Speise ab. Und wir quälen uns mit der Frage rum, welche Salatsoße wir haben wollen, selbst dann, wenn wir gar keinen mehr. Und inzwischen schlängelt sich die Schlange aus der Tür hinaus den ganzen Flur runter. Oh Mann, ich liebe zivilen Ungehorsam. Ja. Der Kampf um die Freiheit hat seinen Preis. Hören Sie, Jeff, Sie müssen lächeln und winken und ab und zu mal mit dem Finger auf jemanden zeigen, als würden Sie den kennen und sagen, hey, mein Guter, oder hallo, Lady, oder
Falls Sie sich nicht trauen, hey, Sie da! Es freut mich, dass Sie Lydia vertreten, weil sie krank geworden ist. Ziehen wir die Sache schnell durch. Ach, kommen Sie, das macht bestimmt Spaß. Ich habe gehört, dass es Krabbenpuffer geben soll. Jungs mögen Krabbenpuffer. Ja, ja, ich mag Krabbenpuffer. Ja. Falls Sie mich suchen, ich bin am Krabbenpufferstand, okay? Nein, Präsidenten von den GNB News holt sich einen Krabbenpuffer. Drücken Sie ab. Nein, halt doch nicht mich, Jeff. Sind Sie bei GNB vor der Kamera? Naja, ich hab allen Zuschauern mal frohe Weihnachten gewünscht. Nein, nicht mich, Jeff. Oh Mann. Also gut, was soll's. Ich weiß gar nicht, warum ihr so einen schlechten Ruf habt. Ist doch alles ganz witzig. Habt ihr mich schon von hinten drauf? Totale Wahnsinn. Massen von Menschen, Promis, wo man auch hinsieht. Männliche Models, die oben ohne Cocktails mixen. Es steckt ein Haufen Brustmuskelkraft in so einem Martini. Ich trinke immer alles, was unten steht. Hauptsache, sie müssen sich danach bücken. Gab's auch Krabbenpuffer? Tonnenweise. Sie hatten sogar einen Remouladensoßenwasserfall. Das ist Lifestyle. Wisst ihr, ich habe immer gedacht, Promis sind arrogante Blender. Aber ich muss euch sagen, es gibt einen Grund, warum diese Leute so beliebt sind. Weil sie total cool sind und mich mochten. Die mochten dich, weil du so natürlich bist. Du hast eben kein Silikon, kein Kollagen, keine gefärbten Haare. Und wurden die Krabbenpuffer in irgendeiner Form aufgestapelt, vielleicht stufenartig? Ich habe mal was von der Krabbenpufferpyramide gelesen. Weißt du, Owen, kann ich dir gar nicht sagen, weil Jeb schon alles verputzt hatte, aber ich habe jemanden kennengelernt, der das Zähnegeflüster schreibt. Ach. In der Post. Wahnsinnig gut aussehend. Und wenn ich mal unbescheiden sein darf, er und sein Lebenspartner waren entzückt von mir. Du bist ein Glückspilz. Ich weiß. Guten Morgen, Claude. Morgen. Entschuldigung, aber ich habe meine Freundin noch mit ein paar Häppchen Tratsch von der Party gestern Abend versorgt. Sie haben sich amüsiert. Wie schön. Ja. War Jeb gut? Ja. Ja, na mal so gesagt. Ich wollte ihm nicht an den Fersen kleben und habe ihm gesagt, er soll einfach reingehen und Furore machen. Ja, da hat jemand wirklich Furore gemacht und ist im Szenegeflüster gelandet. Oh mein Gott, das bin ja ich. Ich sehe wie eine Prinzessin aus. Und wie meine Haare aussehen, wie ein feuriges Feuer! Allerdings sind sie das. Unter dem Bild steht Claude Casey, der Wirbelwind von GNB News. Das stimmt! Ich habe eine Pirouette gedreht. Was die darüber schreiben? Aber über Jeb steht doch auch was drin. Nicht allzu viel offen gestanden. Keine Zeile. Nichts, nichts, nichts. Claude, ich habe nie ihre Strategie angehört, wie sie Jeb promoten wollten. Bla, bla. Und dann kommt das dabei raus. Entschuldigung, Lydia, das tut mir furchtbar leid. Ich akzeptiere Ihre Entschuldigung nicht. Müssen Sie aber. Noch nie hat irgendjemand meine Entschuldigung nicht akzeptiert, Lydia. Ich bin nicht irgendjemand. Und ich akzeptiere Ihre Entschuldigung nicht. So verdammt geladen bin ich. Jetzt würde ich mir am liebsten was reinstopfen. Holen Sie mir ein Röschen gedünsteten Brokkoli. Das Bild ist so fantastisch, das sieht ihn überhaupt nicht ähnlich. Wissen Sie was? Diese Beleidigungen gehen alle an mir vorbei. Ich spüre nämlich das feurige Feuer. Ist Ihnen klar, dass Sie ein Riesenproblem haben? Ja, ja. Vielleicht werde ich gefeuert. Leute, Leute, seht euch das an. Steht da schon was über unseren Bummelstreik drin? Nein, über mich. Was aber viel wichtiger ist, nichts über Jeb. Der hat ja mit dem Streik nichts zu tun. Ich sehe keinen Grund, warum er in dem Artikel vorkommen sollte. Du Dummerchen, die haben ein Bild von Claude abgedruckt. Oh. Du siehst fabelhaft Danke. Aus. Was machst du da, eine ja. Pirouette? Krass. Und verspiel damit meine ganze Glaubwürdigkeit. Lydia hat den Glauben an mich verloren. Sie nimmt nicht mal mehr meine Entschuldigung an. Was? Oh doch. Noch nie hat irgendjemand eine Entschuldigung von Claude Casey nicht akzeptiert. Und sogar schon auf der Highschool wurde ich zur Person gewählt, die den größten Erfolg mit ihren Entschuldigungen hatte. 15 Minuten für eine Scheibe Toast. Toll gemacht, Wyatt. Wir führen den Kampf fort. Hört mal, Leute, ich darf nicht zu spät kommen mit Lydias... Rüstungsbrokkoli, also könnt ihr den Dollar für mich bezahlen? Ja, na klar. 100 Pennies, einer nach dem anderen. Hi, geht's vielleicht mal weiter? Na sicher. Was ist das da für ein komisches Sandwich? Sehr lecker, mit geräucherten Truthahn. Und was ist drauf? Na, wie gesagt,
ist mit Truthahn. Und auch mit Salat? Ja, auch. Tomaten? Oh, ja. Ja, Salat und Tomaten. Na komm. Mayonnaise? Ja. Käse? Ja. Krieg ich's auch mit Gürkchen? Okay, willst du eins? Nein, geht das sehr widerlich. Na, machen Sie schon. Schon gut, schon gut. Was für eine Suppe gibt's denn heute? Weiße Bohnensuppe mit Speck. Weiße Bohnensuppe mit was? Was soll dieser ganze Scheiß? Diesen ganzen Scheiß werden wir hier so lange durchziehen, bis du die ganze Cafeteria wieder für alle zugänglich gemacht hast. Und zwar so, wie es ursprünglich war. Damit macht ihr mir alles kaputt. So komme ich nie zu meinem eigenen kleinen Café. Ich bleib ewig in dieser salmonellenverseuchten Drecksbude hängen. Ach, was? Das war nur Spaß. Die Altersversorgung ist toll. Hey, hallo, Kaffee-Karl. Was ist denn das für ein Aufstand? Nichts, nichts. Es geht um die neue Sitzordnung. Was für eine neue Sitzordnung? Das habe ich Ihnen doch erzählt. Der Essbereich für leitende Angestellte. Im Aufzug haben Sie gesagt, es sei eine tolle Idee. Wissen Sie, ich sage alles Mögliche im Aufzug. Ich habe höllische Angst in den Dingern. Eine Unverschämtheit ist dieser Tisch da drüben. Die Tischdecke ist doch aber ganz schön. Oh, jetzt verstehe ich. Sie glauben, wir befinden uns hier in England, aber mitnichten. Wir sind in Amerika. Und wir haben keine Könige und Königinnen, Herzöge und Herzoginnen, Grafen und Gräfinnen. Was ist mit Ihnen nur los? Ich habe ein großes Talent dafür zu glauben, dass Sie Dinge mögen, die Sie kategorisch ablehnen und die Sie richtig auf die Palme bringen. Ganz genau. Und jetzt möchte ich, dass Sie in Ruhe über alles nachdenken, während Sie die Stufen zum 22. hochlaufen. Und nehmen Sie aus jedem Stock etwas mit zum Beweis, dass Sie da waren. Los, Bewegung! Kaffee, Karl? Von Ihnen hätte ich mehr erwartet. In den Kühlraum mit Ihnen. Denken Sie über alles nach. Brokkoli, schlimme Zeit. Zünden Sie die an, bitte. Ich halte den Gestank von Brokkoli nicht aus. Hey, was für ein makellos glattes Gesicht Sie wieder haben. Es sieht aus wie... So, auf einmal fällt es Ihnen auf. Aber gestern hätten Sie mich so ausgehen lassen. Entschuldigung. Ich fühle mich schrecklich. Bitte akzeptieren Sie meine Entschuldigung. Ich habe total versagt und fühle mich deswegen ganz mies mit ihr. Ihre Entschuldigung brauche ich nicht. Aber ich brauche sie. Sie sollen sie endlich annehmen. Claude, ich sollte mich bei Ihnen entschuldigen. Was? Für Sie ergab sich die Gelegenheit, einen Abend lang im Mittelpunkt zu stehen. Die haben Sie einfach genutzt. Entschuldigung, das war keine Entschuldigung. Ich verstehe Sie nicht. Sie waren immer ein Mysterium für mich. Das unerfahrene Kleinstadtmädchen, immer fröhlich, immer optimistisch, immer für ihre Freunde da. Aber jetzt endlich habe ich die andere Seite von Ihnen entdeckt. Die egoistische Opportunistin, ihren Drang aufzufallen. Das Mädchen verstehe ich gut und mit dem kann ich arbeiten. Entschuldigung, akzeptiert? Okay! Gute Neuigkeit. Ich muss auf keine Partys mehr. Ashley Simpson bringt mich wie eine Besessene ins Gespräch. Wie denn? Nun, ich bin ihr auf dieser blöden Party begegnet. Sie hat gesagt, sie hätte meine Werbung gegen Sodbrennen gesehen im Man's Fitness ihres Vaters. Dabei ist ihr klar geworden, dass nicht nur sie das Problem hat. Sie musste beim Singen das Mikro öfter mal loslassen. Sie ist einfach bezaubernd. Das kann jedem passieren. Hey, Jeb, Sie sollen in die Maske kommen. Ach, ist da jetzt die alte Maskenbildnerin mit dem neuen Busen oder die neue mit dem alten? Alle vier. Ich begleite dich. Dann wollen wir doch mal kurz rekapitulieren, was heute war. Also, ich habe was gemacht in der Annahme, es gefällt meinem Boss, hab versagt und wurde angeschnauzt. Und ich habe was gemacht in der Annahme, es gefällt meiner Chefin, hab versagt und hab Applaus dafür gekriegt. Was sagt uns das alles? Dass wir zwei geisteskranke Chefs haben und unsere einzige Chance ist, uns zu unterstützen, wenn wir das überleben wollen. Nee. Was hab ich gesagt? Ja. Was zum Henker ist denn hier los? Ich möchte mich entschuldigen. Das nehme ich glatt an. Nicht so fix. Okay. Also, ich hatte einen Pakt mit dem Teufel. Naja, mit Kip. Dem Teufel. Und ich dachte, wenn ich den da oben hinten reinkrieche, fällt für mich was ab. Aber dann ist mir klar geworden, ihr seid mein tägliches Brot. Hast du für dein Brot auch Butter? Nein. Ich habe Reuegefühle. Und einen köstlichen Krabbensalat. Krabbensalat?
Also gut. Madame. Mademoiselle. Arigato. Prego. Du glaubst doch nicht, dass wir dafür bezahlen. Denk nicht im Traum daran. Das ist alles abgezweigt. Nimm ein Löffelchen weg. Nein, nein. Ich meine die Tatsache, dass sie ihre kostbaren Talente in diesem Dreckloch verschleudern. Sie hätten was Eigenes verdient. Zum Beispiel ein kleines, feines Café in Midtown. Ja. Wir müssten so eine Art Elite-Gästeliste für sie aufstellen. Und könnten vielleicht schon mal mit Jeb anfangen. Wir reservieren einfach ein paar Tische für ihn und die anderen hochrangigen Trendsetter. Ihr Ruf wird ihn vorauseilen, bis sie der berühmteste Chefkoch im ganzen Land sind. Noch komme ich mit, ja. Dann stecken wir also gleich mal den reservierten Bereich ab. Na klar, machen wir. Wenn ich die blöde Maus erwische, die sich immer durch den Brötchenteig frisst. Komm. Sag mal, warum ist unser Tisch abgesperrt? Ich bedauere, dieser Tisch ist reserviert. Reserviert? Hier ist die Cafeteria, hier ist man nur dem Fraß gegenüber reserviert. Wie charmant. Ich bin sicher, es wird gleich etwas frei werden. Was machen wir bis dahin? Hier rumwandern wie eine Horde Nomaden auf den Spuren einer Gewürzkarawane? In der Hoffnung, dass ein angebissenes Lammkotelett für uns abfällt? Gestern hast du wohl wieder den ganzen Abend Dokus geglotzt, was? Ist wie eine Sucht. Das hier ist der Essbereich der leitenden Angestellten. Wollen wir es mal zusammen sagen? Leitende? Leitende Angestellten. Ah, ich verstehe. Der Dicke und der Dürre haben hier einen Deal laufen. Ja, ja, schon klar. Ganz genau. Dieser Tisch ist nur für leitendes Personal, nicht für die vom 22. abwärts. Ach. Oh, möchtest du das übernehmen? Klar, mit Vergnügen. Diese Art von elitärem Abgrenzungsdenken ruiniert die Arbeitsmoral. Anstatt zu würdigen, was die werktätigen Massen machen, unterdrückt und zermalmt ihr sie. Stupst ihre Nasen in den Dreck und dann ihre Gesichter und dann noch mal die Nase und nochmal das Gesicht und alles ab damit. Naja, das ist kohlenhydratarme Kost. Ich stehe auf Speck. Wie kommt denn das Brötchen darauf? Also, wie gesagt, Lydia, ich schaff das bestimmt. Geben Sie mir eine Chance. Sie legen immer noch eins obendrauf. Sie sind unersättlich. Aber aus dem Angebot kommen Sie jetzt nicht mehr raus. Will ich auch gar nicht mehr. Gut, können Sie auch nicht. Will ich echt nicht. Gut. Wir werden Sie einfach unter die Promis bringen. Ihr Bild erscheint überall. In People, in Vanity Fair, in Time, in Us. Ich lese so gern Us. Ich war in Men's Fitness. Werbung für Pillen gegen Sodbrennen. Ein bisschen glamouröser dürfte es schon sein und ein Touch weniger säurehaltig. Naja, ich gehe nur nicht gern aus. Wenn ich hier fertig bin, will ich nur noch nach Hause kommen, meine alten Sportsocken anziehen, mir ein Bier aufmachen und Sportkanal-Klassiker glotzen. Kleiner Einblick in meine Welt. Nicht ganz so glamourös, nicht wahr? Hören Sie, Jeb, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber anscheinend finden die Zuschauer sie farblos, nichtssagend, langweilig. Ich weiß wohl doch, wie ich sagen soll. Ich meine, jedenfalls müssen wir etwas an ihrem Image verbessern. Dann brauche ich wohl einen PR-Berater. Nein, den Job übernimmt Claude. Nicht nötig, dein Geld rauszuschmeißen. Wie habe ich dich gefunden? Wollen Sie mein Konzept hören? Raus damit, Rotschopf, wie Sie mich aufpolieren wollen. Okay, also wir wollen Sie zu einem Event schicken, das jung, heiß und aufregend ist. Und zufällig veranstaltet das Maximus Magazine seine alljährliche Young Hot Exciting Party. Ich habe Ihnen beiden VIP-Karten zu der Veranstaltung besorgt, auf der Paris Hilton einen Preis für ihr Lebenswerk bekommt. Am Ende eines schweren Lebens. Ich finde, Sie kriegen das echt fantastisch hin. Zum Beispiel die Rühreier. Wie verhindern Sie, dass die austrocknen? Ganz einfach. Ich streiche den Boden und die Seiten des Rechauds mit einer superdünnen Schicht Olivenöl ein. So bleiben auch meine Bowlingschuhe geschmeidig. Das muss sehr frustrierend für Sie sein. Macht mir nichts aus, mit Ihnen zu reden. Geht in den Dreck. Ihr stupst und unterdrückt die Nasen von werktätigen Massen. Besser hätte? Hättest du mal. Ja. Das Beste wird sein, ich setze euren Namen auf die Warteliste, wenn ihr das wollt. Nein, will ich nicht. Aber eins kannst du in deine Warteliste schreiben. Carl Moneri ist ein Vollidiot. Ja, ja, der Moneri.
Abendkleid kam gerade. Das können Sie gleich wieder in den Laden zurückbringen. Und sagen Sie, diesmal hätte ich es wirklich nicht angehabt. Ich kann da nicht hin. Was? Warum nicht, Lydia? Sie schicken Jeb und mich auf eine Party mit heiratsfähigen jungen Darstellerinnen. Kein Mann über 25 und alle makellos schön. Meine Haut erträgt diesen Stress nicht. Meine Gesichtshaut knistert wie ein Waldbrand. Sehen Sie sich das an. Was soll ich sehen? Den Pickel da. Diesen klitzekleinen Fleck, meinen Sie? Ach, das reinste Leuchtfeuer. Sei gegrüßt, oh Mutterschiff. Das war Ihre Schuld. Ach, kommen Sie, Lydia, ist doch kaum zu sehen. Einfach einen Hauch Make-up drauf. Na, bei Ihnen mag ja sowas noch gehen, Claude. Sie sind ein gewisses Maß an Berg- und Talfahrt im Gesicht gewohnt. Aber ich kann nicht ausgehen, solange mich das Ding hier begleitet. Okay. Es tut mir echt leid, Sie so unter Druck gesetzt zu haben, Lydia. Oh ja, allerdings. Ich werde den ganzen Abend unter meiner SOS-Feuchtigkeitsmaske verbringen. Das ist eine Katastrophe. Jeb muss unbedingt zu diesem Event. Und wenn ich ihn begleite? Ja. Ja. Ja, Sie begleiten Jeb. Sie sind es gewohnt, nicht die Hübscheste im Saal zu sein. Ich werde dafür sorgen, dass er sich durch den Saal arbeitet und immer schön die Fotografen anlächelt. Wie auch immer. Ich bin völlig fertig. Ich brauche etwas für meine Nerven. Rufen Sie Dr. Stevens an, ich brauche eine neue Packung Serenidine. Dass Sie dann keinen Wein trinken dürfen, wissen Sie. Oh doch, ich darf. Der Apotheker nimmt mir zuliebe immer den Beipackzettel raus. Kip Stedman. Ich glaube es nicht, der Typ ist frech wie Rotz. Mich einfach von meinem Tisch vertreiben zu wollen. Wie lange gehört der Tisch jetzt schon uns? 2 Jahre mindestens, seit wir die Zicken von der Personalabteilung verscheucht haben. Wir haben ihn uns erkämpft. Der Tisch gehört rechtmäßig uns. Ja, ganz meine Meinung. Sowas lasse ich nicht mit mir machen. Hin und wieder muss man mal einen klaren Strich in den Sand ziehen und sagen, no mas. Also, was willst du denn dagegen machen? Weißt du noch, damals vor 4 Jahren, als die uns oben den Freitagskuchen einfach streichen wollten? Oh, du hast einen Essenbummelstreik ausgerufen. Und es wird Zeit für einen neuen. Ja, lass uns die Essensausgabe so gut wie zum Stillstand bringen. Wir verzögern jede Entscheidung von der Suppe bis zum Dessert. Wir fragen den Glutengehalt von jeder Speise ab. Und wir quälen uns mit der Frage rum, welche Salatsoße wir haben wollen, selbst dann, wenn wir gar keinen mehr. Und inzwischen schlängelt sich die Schlange aus der Tür hinaus den ganzen Flur runter. Oh Mann, ich liebe zivilen Ungehorsam. Der Kampf um die Freiheit hat seinen Preis. Hören Sie, Jeff, Sie müssen lächeln und winken und ab und zu mal mit dem Finger auf jemanden zeigen, als würden Sie den kennen und sagen, hey, mein Guter, oder hallo, Lady, oder falls Sie sich nicht trauen, hey, Sie da. Es freut mich, dass Sie Lydia vertreten, weil sie krank geworden ist. Ziehen wir die Sache schnell durch. Ach, kommen Sie, das macht bestimmt Spaß. Ich habe gehört, dass es Krabbenpuffer geben soll. Jungs mögen Krabbenpuffer. Ja, ja, ich mag Krabbenpuffer. Ja. Falls Sie mich suchen, ich bin am Krabbenpufferstand, okay? Nein, Jeff Denton von den GNB News holt sich einen Krabbenpuffer. Drücken Sie ab. Nein, 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 doch nicht mich, Jeff. Sind Sie bei GNB vor der Kamera? Naja, ich hab... Was ist denn das? Ich habe Hunger. Ich muss stehen, aber ich kann im Stehen nicht essen. Das wird ein sehr unangenehmer Tag heute. Kip, verscheuch einfach jemanden. Nein, nein, das ist nicht nötig. Er muss nur jemanden finden, der mir mein Frühstück hoch ins Büro bringt. Ich würde es sogar selbst machen. Es ist nur schwierig, 2 Tabletts zu tragen, es sei denn übereinander. Wenn er morgens nicht als erstes sein Frühstück bekommt, ist er total brummig. Warum frühstückt er dann nicht zu Hause? Weil unser Mädchen erst kommt, nachdem wir schon aus dem Haus sind. Warum machst du ihm nicht das Frühstück? Bewahr dir nur diesen Sinn für Humor. Hätte er einen Platz gefunden, wäre alles gut gewesen. Lydia, du bringst mich gerade auf eine super Idee. Wie wäre es, wenn ich hier einen Bereich für Jeb reservieren ließe und für seine engsten Mitarbeiter? Würde Jeb das gefallen? Er wäre begeistert. Alles klar, dann brauche ich jetzt nur noch eine Samtkordel und einen Dödel, der mitmacht. Na toll, ich brauche nur noch eine Samtkordel.
Ach, Lydia, ich war heute Morgen im Chatroom auf der GNB-Website, um mich ein bisschen umzuhören, was so gesagt wird. Ich dachte mir, es interessiert Sie vielleicht, was im Netz über Jeb so gesagt wird. Was denn? Wir lieben dich. Die Bemerkungen gehen mehr in die Richtung, dass ihm der gewisse Elan fehlt, hieß es da wörtlich. Schnarchsack war auch so ein Wort. Oh nein, wenn die Cyberfreaks ihn schon zum Schnarchen finden, welches Bild haben erst die von ihm, die die Welt kennen? Genau. Ich glaube, Jeb braucht das, was man bei uns in der Branche den roten Teppichglamour nennt. Was meinen Sie denn damit? Ich finde, er sollte ausgehen, sich auf gesellschaftlichen Events blicken lassen, auf denen aufregende Leute sind, mit denen man gemeinsam auf ein Foto kommt. Und es wäre hilfreich, wenn die Leute gut aussehen. Also brauchen wir einen PR-Berater. Ach was, ein PR-Berater ist rausgeschmissenes Geld, deshalb würde ich's machen. Sie haben sich viel zu viel aufgeladen. Nein, Lydia, das kriege ich schon auf die Reihe. Das meine ich wortwörtlich. Sie verschlingen ja Unmengen zum Frühstück.